Hallo liebe Leute, und wir wandern weiter in Shantae auf der Suche nach dem Berg, wo wir jetzt auf jeden Fall hin müssen, dass wir wenigstens den vierten Dungeon dabei betreten können. Aber dazu müssen wir noch einen langen Weg hinter uns legen, falls es wirklich der Eisberg ist. Sonst werde ich wirklich lange suchen müssen, wo es dann weitergeht. Aber wollen wir erstmal schauen, ob es das ist. Deswegen wandern wir nochmal hier lang. Wir wagen uns nochmal durch die Gefahren hier, die wir wandern müssen. Aber hey, das ist ja ein geringeres Problem. In diesem Fall ist das nicht wirklich sehr problematisch, vor allem weil ich 5 Herzen habe. Das einzige Problem ist halt nur, ouch, es wird schmerzhaft, wenn die einfach mal aus dem Nichts auftauchen. Ich bin am überlegen, ob ich irgendwie, sobald ich die 4 Tempel geschafft habe, mich vielleicht mal auf die Suche mache nach weiteren Herzcontainern. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich die alle suchen soll. Das wird dann doch etwas problematisch. Aber erstmal muss ich das hier überleben. So, diese Passage haben wir. Da sind wir auf jeden Fall in diesem Wald. Und dann haben wir fast Watertown wieder erreicht. Da fehlt auch nicht mehr viel. Und das war sehr dumm, da reinzuspringen. Egal, ich wollte nur zeigen, dass es geht. Auch wenn es nicht viel bringt, mir nur Nachteile. Aber trotzdem. So, einfach weiter wandern. Die Spinnen können uns Gott sei Dank gar nichts, denn sie schießen. Da bin ich froh drüber, dass das auch so funktioniert. Okay, hier wird das nicht viel bringen. Okay. Hier kann ich einfach nur rutschen in mein Verderben oder... Nö, hier gibt es kein Verderben. Gut, da bin ich froh drüber. Wir müssen gucken, dass wir das Ende hier auf jeden Fall erreichen. Na komm schon, Shantae, das schaffen wir. Oder wir machen es einfach ganz simpel. Genau so. So, und endlich haben wir es wieder Tag. Ich liebe den Tag sowieso viel mehr. Allgemein habe ich sowieso auch privat viel lieber Tag als Nacht. Ich meine, Tag ist viel schöner als Nacht. Es ist schön hell, die Sonne scheint. Ich meine, den Mond anzusehen ist auch schön, aber... Ich meine, ich habe viel lieber Sonne als Mond. Weiß auch nicht, irgendwie mag ich den Tag lieber. Weiß jetzt auch nicht, wie ich wirklich darauf komme, aber... Naja, wollte ich auf jeden Fall auch mal... Autsch, anmerken. Das war unpassend, dass du da standst, Mistvieh. So, irgendwo, genau. Bei dir wollte ich eigentlich durchkriechen. Aber es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Ich war irgendwie klar, dass ich jetzt sterben werde. Dadurch, dass ich halt nur noch einen Treffer brauchte. So, jetzt muss ich aufpassen. Noch einmal machst du das nicht. Okay, dich kann ich nicht austricksen, dann ignoriere ich dich. So, dann versuche ich es jetzt mal. Ich habe es mal daneben. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das in diesem Video hinkriegen, dass ich auf jeden Fall den Eisberg nochmal erreiche. Damit wir dann hoffentlich, falls es das wirklich ist, ich hoffe es wirklich zutiefst, und auch wirklich den vierten Dungeon endlich mal betreten können. Weil wenn das da jetzt wirklich diesen Berg nicht rauf geht oder so, dann weiß ich ehrlich gesagt echt nicht mehr, wo ich noch hin soll. Weil als Affe kann ich nicht viel machen, wobei ich ja noch die Spinne, aber damit kann ich auch nicht viel erreichen. Oder Moment. Ich habe auf jeden Fall hier gespeichert. Falls das jetzt nicht klappen sollte, werde ich auf jeden Fall nochmal in Watertown den Speicher benutzen. Nein, ich wollte nicht diesen Tanz machen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Mir kommt dann nämlich noch eine Idee, die klappen könnte. Da hätte ich eigentlich auch vorher drauf kommen können, als diesen Weg jetzt zurücklaufen. Na, egal. So, unten oben rechts, rechts BA. Vielleicht will ich nochmal zurückgehen. Es war jetzt bekloppt, was ich mache, aber ich habe da eine Idee. Weil das wäre etwas, was noch klappen könnte. Es war jetzt wirklich ein beschissen weiter Weg. Aber was soll's. Diesen Weg nehme ich nochmal auf mich. Auch nur, weil mir gerade wirklich was in den Kopf kam, was ich jetzt wirklich unbedingt wissen will. Das wollte ich nicht wissen. Okay. Jetzt muss ich wirklich sehr vorsichtig sein. So, komm schon. Okay, 2 Herzen. Jetzt wird's sehr problematisch. Also vorsichtig, Shantae, das müssen wir jetzt packen. Sonst haben wir ein großes Problem. Ich wollte unbedingt einen Teleport. Definitiv. So. Das klappt ja wunderbar. Okay, hier brauche ich den Affen. Da kann ich leider doch nicht hoch genug springen. Also wenn das jetzt klappt, was ich vorhabe, dann bin ich wirklich schon froh. Deswegen hoffen wir es einfach mal, dass es klappen tut. Dann brauche ich auf jeden Fall nicht mehr diesen ganzen Weg zurücklatschen. Ich hatte diese Abgründe. Okay.
Nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal den Game Over Bildschirm. Yay, wir sind nochmal Risky Boots. Wie oft haben wir das jetzt schon erreicht? Oft genug. Ich bin jetzt echt schon oft genug hier Game Over gegangen. Viel zu oft. Okay, ich habe auf jeden Fall noch Tränke, sehe ich gerade. Die könnte ich auch dann mal benutzen, wenn es wirklich eng werden sollte. Jeweils ein, aber besser als kein. So, aber jetzt nochmal Abflug nach Oasis Town. So, ab geht's. So, Leute, drückt mir die Daumen, dass meine Taktik oder was ich jetzt vorhabe, funktioniert. Ist ja keine Taktik, ist im Prinzip etwas, was eigentlich klappen müsste. Wenn da wirklich jetzt dementsprechend auch etwas Entsprechendes ist. Aber da muss ich dann wirklich die Augen offen halten, ob das klappt. Weil wie gesagt, einen anderen Weg wüsste ich echt nicht mehr. Könnte nämlich wirklich so sein, dass es doch da in der Nähe sein muss, dieser Berg. Und dass ich einfach zu blöd bin, wirklich so weit zu denken. Vor allem, weil die letzten Aufnahmen ja doch schon eine Woche zurückliegen. Und dann muss man wirklich sich wieder auf dieses Spiel einstellen und dann vergisst man gerne mal ein paar Sachen. Wie beispielsweise das, was mir gerade einfiel. So, deswegen hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. So, ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich auf jeden Fall vorhabe. Hier in diesem Gebiet geht das noch nicht. Das geht im nächsten Gebiet erst. Ich brauche jetzt dazu auf jeden Fall eine tolle Tierfähigkeit. Ich hoffe wirklich, das klappt. Scheiße, ich setze gleich einen Trank ein. Das sieht jetzt wirklich doch ein bisschen eng aus. Mit Überleben und so. So, ich versuche es aber noch ein bisschen. Das können wir nämlich doch noch hinkriegen. Ohne, dass ich einen Trank einsetzen muss. Okay, sehr schön. Jetzt sind wir wenigstens schon mal hier. So, jetzt will ich es wissen. Okay, erstmal muss ich hier auf jeden Fall hoch. Erstmal hier um mein Überleben kämpfen und dann kann ich es gleich probieren. Wenn ich eine passende Stelle finde, genauso wie die hier. So, dann versuche ich jetzt nämlich mich mal in eine Spinne zu verwandeln. Das hat ja beim Berg auch so gut geklappt. Also müsste man theoretisch hier als Spinne lang krabbeln können. Es klappt wirklich. Leute, ich fühle mich jetzt echt verarscht. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Na toll, jetzt muss ich hier um mein Überleben kämpfen. Okay, ich werde das nicht überleben. Moment, Moment, Moment. Ich wollte gerade meinen Trank einsetzen. Egal. Ich bin froh, dass das schon mal funktioniert. Wir können also endlich weiter. Okay, ich würde sagen, erstmal Affenpower. Ist mir in dem Fall sicherer, als wenn ich jetzt wirklich als Spinne da lang springe. Oder lang krabbel. Okay, auch wenn mir diese Krähen hier gerade am Hals sind. So, nochmal Spinnenpower. Hätte nicht gedacht, dass die Spinne für solche Fälle wirklich zu gebrauchen ist. Aber das sollte ich mir wirklich für einige Passagen noch sehr gut einprägen, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich weiter muss. Ich vermute mal, hier geht's lang. Deswegen ab geht's, weg von diesen Mistviechern. Okay. Komm schon, Spinner. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Ich mach die erstmal weg hier. Tritt! Ja, das war fies. Egal, die geben ja wenigstens Geld. Okay, hier brauche ich den Affen. Schnell! Okay, das war knapp. Trotzdem ein bisschen Schmerz muss ich leider erleiden, aber ich habe es überlebt. Und ich komme weiter. So, Leute, wir sind endlich oben auf dem Berg. Jetzt sind wir... Okay, jetzt sind wir beim Eisberg. Also habe ich quasi einen Umweg genommen. Wir sind sozusagen einmal im Kreis gelaufen und das war unnötig. Scheiß Stacheln. Wer baut da so viele... Okay, das sind Eiszapfen. Wer baut da eigentlich Eiszapfen hin? Gut, es ist ein Eisberg, aber... solch stachelige... Eiszapfen sind unnötig. Dass sie einen sozusagen sofort umbringen. Ich habe mich noch nie... Ich bin durch einen Eiszapfen noch nie gestorben, wenn ich einen abgekriegt habe. Aber Shantae ist so... merkwürdig. Naja, was soll's. So, dich will ich austricksen, aber erstmal muss ich wissen, wie. Okay, ich hab's geschafft. Ich gehe hier einfach weiter. Ich will hier weg, 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 weg. Okay, hier kann ich auch wieder abwärts rutschen. Da komme ich also auch mal wieder nicht weiter. Das war irgendwie zu erwarten. Nein, nicht. Ich glaube, ich brauche hier auch wieder die Spinne. Ich will mir das aber erstmal hier ansehen. Bevor ich da so eine Überlegung mache. Nein, ich will nicht nach oben. Erstmal hier weiter wandern.
Scheint ein sehr weiter Weg auf jeden Fall zu sein. Moment, das klappt definitiv. Ja, sehr schön. Aber hier könnte auch noch... Nee, hier ist gar nichts. Hier ist nur dieser... Möchte gerne Yeti. Ich habe keine Ahnung, was das sonst darstellen soll. Okay, hier sind wir auf jeden Fall. Yay! Wir sind da oben angekommen. Und wenn ich jetzt hier links gehe, dann gehe ich wahrscheinlich da bergab. Nein, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt in diesen Tempel endlich mal rein. Hallo, was hast du gesagt? Ist dein Name? Mein Name? Wen interessiert das? Nun setz still, während ich meine Sachen tue. Ah ja, sie macht einfach meinen Hüftschwung. Okay, sie macht die Tür mit Hüftschwung auf. Ich probiere das alles auch mal aus. Ob ich das irgendwie auch hinkriege, ich bezweifle es. Danke. Das war ja ein Kinderspiel. Ich sollte besser rausholen, bevor ich mir einen Tod durch Gefrorenheit hole. Das will mir nicht tun. Okay, Leute, ab geht's in den vierten Dungeon. Oh ja, diesmal ist es eiskalt. Wahrscheinlich auch sehr rutschig. Ne, rutschig noch nicht mal. Aber die Musik kennen wir doch. Oder irre ich mich da jetzt total? Egal, was ist das jetzt eigentlich für ein Eiswürfel? Kann ich mir jetzt aussuchen, welchen Gegner ich haben will? Das funktioniert gar nicht. Ich spiele ja auf jeden Fall Gegner-Roulette. Aber gerade ist was passiert. Es hat auf jeden Fall gerade kurz gebebt. Okay. Ja, die Melodie, die kennen wir, die Dungeon-Melodie. Ich erinnere mich auf jeden Fall gerade, dass wir diese Melodie auf jeden Fall schon gehört haben. Aber was soll das denn dieser Block jetzt bringen? Okay, er bringt auf jeden Fall gerade gar nichts. Oder irgendwas muss ich auf jeden Fall damit machen. Das ist auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich ein sehr interessantes Rätsel. Aber da auf die Lösung zu kommen, dürfte jetzt wirklich interessant werden. Moment, kann ich hier vielleicht durchkriechen, um abzukürzen? Schade. Okay. Von hier oben kann ich auch nichts machen. Es hat auf jeden Fall vorhin kurz gebebt, aber passiert ist dadurch leider nichts. Die Tür hier geht auch nicht auf. Irgendwas muss ich mit diesem Eisblock jetzt also machen. Die Frage ist jetzt nur wirklich, was? Okay, das war unnötig, egal. Habe ich meinen Trank verschwendet. Was zur Hölle wollt ihr hier von mir? Moment. Ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Das ist mir jetzt doch ein bisschen komplex. Also irgendwie weiß ich gerade echt nicht, was sie da von mir wollen. Okay, das klappt nicht. Wie habe ich das nochmal... Ah, okay. Man muss also bestimmte Punkte erreichen oder berühren. Oder muss ich einfach nur schnell sein? Ist dadurch jetzt wahrscheinlich die Tür zugegangen? Das kann auch möglich sein. Ich glaube, das schaue ich mir jetzt als erstes nochmal an. Nein, ich wollte keinen Schritt machen. So, jetzt Beeilung. Aber dann frage ich mich trotzdem, wofür dieser Eisblock noch gut ist. Okay. Jetzt stellt sie mir ein ganz großes Fragezeichen. Soll ich das vielleicht als Affe, als Spinne irgendwie machen? Ich probiere es mal. Ich versuche es als erstes mal mit Spinne. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie klappt, aber man muss ja ein paar Sachen ausprobieren. Nee, klappt auch nicht. Das Tor geht trotzdem zu. Okay, was zur Hölle wollt ihr hier von mir? Feuer habe ich... Obwohl, doch, ich habe doch Feuer. Ich versuche es einfach mal. Nee, damit kriege ich es auch nicht geschmolzen. Toll. Okay. Ein Schimmerstein kann ich auch nicht zufällig einsetzen. Jetzt wäre echt mal interessant zu wissen, was die hier sich dabei gedacht haben. Mit diesem Raum. Also den Sinn begreife ich gerade echt nicht. Schieben kann ich das Ding auch nicht. Ha, okay. Obwohl doch, ich weiß, was klappen könnte, genau.
Wir können es mal versuchen mit den Elefanten. Weil mit den Elefanten haben wir bestimmt so viel Kraft, dass wir dieses Ding zerschmettern können, oder? Ja, warum auch nicht leicht so? Jetzt habe ich natürlich diesen miesesten Gegner am Hals, wobei das war der leichteste. Aber wenigstens haben wir jetzt ein leichtes Spiel. Jetzt muss ich die nur noch beseitigen, das war's schon. Und dann können wir natürlich endlich weiter, meine Güte. Was für ein heftiges Rätsel und dabei eigentlich so simpel. Okay, Leute, dann würde ich sagen, werden wir uns im nächsten Video dieses dann schon noch weiter genauer ansehen. Und hoffen, dass wir mit dem nächsten Genie die beste Fähigkeit hoffentlich hier überhaupt bekommen. Wenn wir dann endlich mal fliegen können. Also wir werden beim nächsten Mal sehen, wie weit wir kommen. Deswegen bis dahin auf Wiedersehen, liebe Leute. Und dann frieren wir weiter.